Ich hab lange dran gezweifelt, dass ich einer der Besten bin. Heute kenne ich alle, heute weiß ich, wie schlecht sie sind. So viele Texte sind nicht mehr als ein bekrakeltes Blatt. Gib mir ein Mic und ich fackel euch ab. Gib mir eine Chance und ich zeig dir, was Rap ist, dass du dir wünschst, dass du den Rest da draußen nie gehört hättest. Der ganze Pop hat keinen Hass mehr übrig, nur noch Neid auf seinesgleichen, ihr seid Spasten, wirklich. Geht euch Pennern zu gut, um noch klar zu sehen? Oder gehört es dazu, dass man sobald man 10.000 Platten verkauft, sofort vergisst, woher zum Teufel man kommt und nur noch sieht, wo man ist? Ha? Die Welt ist voller teurer Autos und Frauen. Wie viel Geld zahlst du dir selbst, um diesen Schwachsinn zu glauben? Die Welt ist höchstens voller kreisender Geier, die immer da sind, wenn es heißt, du hast noch Geld zu verdienen. Ich hab nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich, nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich. Ich hab nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich, nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich. Du kriegst eine Zigarette und das war's, verpiss dich. Wenn sie ausgeeitert ist, dann hab ich wieder eine übrig. Eine Flasche Bier? Hier. Ich soll wem vertrauen? Dir? Mein Vertrauen ist begrenzt auf eine Handvoll guter Jungs. Heute gibt es keinen mehr, der uns zerbumpft. Heute hab ich keine Ratten mehr um mich, höchstens noch auf einer Platte, die hier irgendwo rumliegt. Es gibt keine Musik mehr mit den Schlangen von damals und es gibt keine Beats mehr, wenn du sie nicht bezahlst, Spast. Ich hab nichts übrig, nichts zu verschenken, ich hab nicht mal mehr Bock drauf an euch fort. Ich hab nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich, nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich. Ich hab nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich, nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich. Ihr seid Noten, ein anderer Titel fällt mir nicht ein. Ihr glaubt, ihr kommt damit durchs Leben, eure Muschi zu zeigen. Komm, bist du Rapper, häng die Schlampen am Arsch. Die glauben, dass ein Fick erst gut ist mit dem Schwanz eines Stars. Ich rap nicht für Muschis, nein, ich hab meine Frau. Eigentlich rap ich, um mir irgendwann ein Raumschiff zu bauen. Um hier abzuhauen, ich hab nichts übrig für Menschen. Weil ihr alle Noten seid, ihr wollt Geld und Blasschwänze. Auf welche Party kann man heute noch gehen? Ohne Menschen zu treffen, die geistig Hollywood leben. Mir wär's egal, wärt ihr nicht so behindert, einen Menschen zu verachten, der den Schwachsinn nicht mitmacht? Ihr macht den Fernseher an und guckt, wo ihr hin wollt. Ein Blick aus dem Fenster wäre eigentlich sinnvoll. Das ist die Realität. Weißt du, was mir auffällt? Ich bin echt und hab nichts übrig für deine glitzernde Traumwelt. Ich hab nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich, nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich. Ich hab nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich, nichts übrig, nichts zu verschenken, nicht für dich. Wir sind wieder da. Punkt 1, ich scheiß auf deinen Ruf, ich scheiß auf deinen Ruhm, ich scheiß auf deinen Namen. Du meinst, du seist cool genug, mich zu kritisieren, doch hast keine Ahnung. Was es heißt, nicht nur so zu tun, als wärst du so jung und so hart am Abgrund. Nur eins gibt dir noch Ruhe und das ist dein Rap und den machst du. Dann packst du all deine Tracks und schickst sie weg, um rauszukommen. Für dich ist dein Album die Bombe, nur all die Hates da draußen können. Ihr Maul nicht halten, na Experte, üb dein Ohr Kritik. Krieg dein Arsch gleich los und schnurrt den nächsten Beat. Dieser Track, ich hab ihn produced, ich hab ihn gemixt, ich hab ihn gemastert. Dieser Rap, ich hab ihn gefühlt, ich hab ihn geschickt, in Worte gefasst. Das Inlay, so wie das Cover, hab ich designed mit Partner Akta. Und im Netz findest du jetzt das Video, das wir selbst gemacht haben. Also was jetzt die Kritik, dass man uns nie bei Top of the Pop sieht? Das ist so besser für die, zeigt vor, die Kinder und der Bossi. Das ist so bei unserer Musik, der Untergrund dealt nicht mit BMG. Und das ist mitunter der Grund für kaum eine Chance bei MTV. Yeah. Ein Meister aus Kreuzberg und sein Clan aus Berlin. Wir chillen an der Spitze. Wer braucht BMG? Ey, Makata, ey, kannst du mir sagen, was ist jetzt wert hier? Was ist denn jetzt auf Reggae oder was? Reggae oder Dagger auch so scheinbar? Hübsche Zöpfe willst du erwachsen lassen? Na, wie sieht das aus? Würdet mir nicht alle schäffeln. Die Jungs, die hinter mir stehen und sich nicht benehmen, nenn ich meine Crew. Für uns ist Kodex im Leben, du kackst auf jeden und bleibst cool. Gebumst wird jeder, der gegen uns ist und wehe, du gehörst dazu.
Mein Punkt ist somit geklärt, nun frage ich die Welt, wo stehst du? Wo stehst du? Die Stadt, aus der man uns kennt, gibt Straßenleben selten Geld. Ich hab schon zu lange gekämpft, um aufzugeben, und jetzt helf ich mir selbst. Hier hast du die Referenzen und kannst du sehen, was man von dir hält. Spaß, du bist zu beschränkt, um uns zu verstehen, darum wirst du geschält. Ich bin für'n Rapper mit Aussicht auf einen Aufstieg, noch unbekannt, das ist nicht schlimm. Ich kenn dich auch nicht und bitte glaub mir, darauf kack ich. Wo finde ich in dem Albtraum hier noch einen erstaunlichen Rapper mit Anspruch, der sich mit unserem Haufen hier aufmacht, auch mal das Business anspuckt. Glaub mir, deutscher Rap braucht das, wenn er nicht aufpasst, wird er komplett zerbumst. Auch dir kann man zutrauen, dass du genug drauf hast, dass er dich liebt wie uns. Kauf nicht, was du nicht brauchst, das kannst du auch klauen, nur dir jung und kaputt. Spar dein Geld für Gras und bauen einen dicken Joint für den Untergrund. Ein Meister aus Kreuzberg und sein Clan aus Berlin. Wir chillen an der Spitze, wer braucht BMG? Ein Meister aus Kreuzberg und sein Clan aus Berlin. Wir chillen an der Spitze, wer braucht BMG? Ein Meister aus Kreuzberg und sein Clan aus Berlin. Wir chillen an der Spitze, wer braucht BMG? Kann man den essen oder was? Wenn ich dem Kilo, wenn ich 3 Kilos nehme, krieg ich jetzt noch umsonst oder was? Bei den Zeiten des Euros hätte der Angie Boma. Wer braucht BMG? G, G. In einer leeren Flasche Jim Beam und einer Postkarte mit der Aufschrift Hi Ma, ich bin clean. Meine Porte liegt offen da, offenbar wurde ich beklaut. Shit, oder wart mal, ich war ja schon blank, die gehört mir überhaupt nicht. Unglaublich, wie viel Schmerz in diesen einen Kopf passt. Ich würde ja aufstehen, aber wo oben ist, steht nicht auf diesem Kompass. Ich würde ja kriechen, aber ich fühle meine Beine nicht. Und eigentlich fühlt sich liegen echt gut an, Gott, bin ich verweichlich. Wo ist mein Handy? Irgendwer muss mir doch helfen. Nein, das sind die Tasten, aber wo kommt da das Geld rein? Verdammte Drogen, ich muss endlich damit aufhören. Aber so wie ich mich kenne, schaff ich's nicht mal bis zum Abturn. Oh, kommt und hebt die Flaschen in die Luft für den. Heute wird gefeiert, heute tanzen wir im. Wir völlig ungehemmt und locker durch den. Kommt und hebt die Flaschen in die Luft. Was ist denn das? Was ist denn das jetzt? Ist das meine Hand? Kacke, ist das mein Blut oder nicht? Was hab ich denn gestern gemacht, huh? Mal überlegen oder erstmal überlegen, wie das Überlegen überhaupt geht. Geht das überhaupt? Nee. Gut drauf geschissen, also einfach liegen bleiben. Was wollen die denn? Sind das Bullen? Fuck, wollen die was von mir? Nein. Ich muss hier weg, bevor die Penner mich noch sehen. Und fuck, das klappt nicht, also gut, keine Bewegung. Mein was? Mein Pass? Meine Porte lag hier eben noch. Das ist nicht was? Ist nicht meine? Siehste, wusste ich doch. Die ist von wem, kenn ich nicht. Wo liegt der? Im Hospital? Wie kommt ihr denn darauf, dass ausgerechnet ich das war? Oh, kommt und hebt die Flaschen in die Luft für den. Heute wird gefeiert, heute tanzen wir im. Wir völlig ungehemmt und locker durch den. Kommt und hebt die Flaschen in die Luft. Keine Beweise, gut, das Blut hier und das Portemonnaie. Aber ich kann's nicht gewesen sein, ich kann mich kaum bewegen. Ja, gestern Abend, davon weiß ich wirklich nichts mehr. Jetzt mal ernsthaft, sehe ich wirklich aus, als wäre ich so ein Wichser. Ich mein Raubüberfall, Mordversuch, ich hab nicht mal eine Waffe. Mann, komm schon. Oh, das zerbrochene Bierflasche. Das kann nicht sein, hab ich das wirklich gemacht? War das das Krankenhaus? Ja? Was, der Typ ist gerade abgekratzt? Ich war das nicht, das kann nicht sein, lass mich hier raus. Ich bin unschuldig, bitte, lass mich gehen. Hört auf, das ist doch Wahnsinn, ihr verarscht mich doch, oder? Ich hab getroffen, okay, aber ich bin kein Mörder. Oh, kommt und hebt die Flaschen in die Luft für den. Heute wird gefeiert, heute tanzen wir im. Wir völlig ungehemmt und locker durch den. Kommt und hebt die Flaschen in die Luft. Krass für mich, als dass ich je wieder zulasse, dass sich ein Mensch in mein Leben schleicht, um sich an mir zu bereichern. So haben sich einige Dinge geändert, schon heißt es, mach es nicht mehr der Alte. Mach etwas, was gespalten. Mach es 2 Mittelfinger und ihr könnt Fresse halten. Ich bin immer noch bereit für was, was mein Leben zu lassen. Es ist fast alles beim Alten, ich steh zu den Nassen und steh zu Frauenarzt, obwohl er nicht mehr Bassbox ist. Er hat ein neues Label, Rap House, und ich wünsch ihm Glück. Was ist mit Toni?
meinem arabischen Bruder. Ich hab gehört, du bist bei Agro, ist es cool da? Kiff nicht so viel und mach mir richtig harte Platte. Und hör auf, Gründe zu suchen und jetzt alle zu verachten. Du denkst, du hättest dein Gesicht verloren, stimmt's, aber ich bleib ich und ich find's nicht so schlimm, Mann. Komm und verbreite doch noch ein paar Gerüchte, denn dann hab ich wieder Stoff für neue Geschichten. Jetzt klär mir den Scheiß, okay? All die Macht ist ein Verräter, Gerüchte, versteh ich. Ich meine, als Außenstehender guck ich planlos zu und dann seh ich. Mach geht in den Bau, kommt wieder raus und kurz darauf sind zwei andere weg, wie sieht das aus? Ich glaub, das braucht eine Erklärung. Jeder von uns war per Haftbefehl gesucht. Nur bei mir traf die Meldeadresse auch zufällig zu. Also war ich sofort weg. Und die anderen haben sich noch ein paar Monate versteckt und wurden erst gefunden, lang nachdem ich draußen war. Das soll ich sagen, ja, na klar, hab ich was ausgesagt, aber nicht mehr, als die Bullen schon wussten, anhand von Beweisen. Ich war zum Glück nur der Fahrer, sonst wär ich heute nicht bei euch. Komm und verbreite doch noch ein paar Gerüchte, denn dann hab ich wieder Stoff für neue Geschichten. Yeah, erzählt, was ihr wollt, wer nehmt euch für voll? Mein Clan hat eure Fans unter Kontrolle. Statt zu versuchen, unserem überaus schlechten Ruf zu schaden, solltet ihr den Versuch starten, uns mit Quali zu burn. Was geht's? Davon kann ich nichts hören. Brauchst du Hilfe, dann sag's doch. Ich komme gern und schreibe deinen Text und mische deinen Beat. Du bleibst zwar ein Spast, aber der Sound ist die. Und darum stimmen die Gerüchte nicht. Das Bassbox zusammenbricht, es bleibt wie es war. Meine Stimme auf einem Track ist Qualitätssiegel für anerkannten Untergrundrap. Noch ein paar Gerüchte, denn dann hab ich wieder Stoff für neue Geschichten. Denn dann hab ich wieder Stoff für neue Geschichten.